Und somit sage ich Hallo an alle. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu einem weiteren Part zu Digimon World Next Order. Im letzten Part haben wir Metall-Ethemon zurückgeschlagen und was haben wir noch gemacht? Stimmt, die Stadt in die Luft, nicht gejagt, aber transportiert, katapultiert oder wie auch immer. Und haben die nächste Mission bekommen im Knochenresort. Bevor wir aber dorthin gehen, wollen wir noch einmal alle Flash-Liebhaber hier in die Stadt holen. Und da haben wir schon mal für Gaumon die 20 Flash-Brocken. Oh ja, vielen Dank. Weißt du, das Coole an diesen Flash-Brocken ist, je mehr ich auf sie einschlage, desto weicher werden sie. Nach einem harten Training tanke ich mit diesem zarten Fleisch also neue Kraft. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Oh, zumindest habe ich das mal. Schlechte Neuigkeiten, das Box-Turnier wurde auf Eis gelegt. Mit dem Konflikt zwischen der Flash-Truppe und den Veggies kann es nicht abgehalten werden, aber ich gebe nicht auf. Es kann stattfinden, sobald wir Frieden haben. Bis dahin werde ich dieses gute Fleisch nicht umkommen lassen. Oh, ich weiß. Ich könnte auch in die Stadt gehen. Ich wollte dort sowieso was erledigen. Bis später also. Nice, somit hat sich auch Gaumon der Stadt angeschlossen. Und wir haben hier noch, vielleicht etwas Gutes zum Abbauen? Nein, fuck it. Dann gehen wir halt mal weiter zu Tyrannomon, denn für ihn haben wir auch bestes Fleisch gefarmt. Ich bezweifle halt sehr stark, dass am Ende des Tunnels irgendwas Gutes sein wird, aber ich werde mich dennoch auf den Weg rüber machen. Warte mal kurz. Du weißt, wer ich bin. Und machst trotzdem, was du willst? Hä? Mit der Einstellung kommst du nicht lange durch, Kumpel. Hier gibt's Regeln und die werden eingehalten, klar? Du tust so, als ob ich das alles nicht angeht. Komm schon. Ich habe noch nie von einem ahnungslosen Mann gehört. Interessant. Na schön, Klartext. Mit Regeln meine ich, dass du mir dem Boss dieses Tunnels einen Fleischbeweis liefern musst. Was? Du weißt nicht, was ein Fleischbeweis ist? Das heißt, dass du mir 20 beste Fleischstücke besorgen musst. Auf den Punkt gebracht, 20 beste Fleischstücke. Hierher. Okay. Ich bring dir welche. Cool. Bist echt ein braves Kind, also klar. Und jetzt bring mir diese 20 besten Fleischstücke. Aber pronto. So unverschämt. Aber ja, wir haben sie ja mit. Du hast mir 20 beste Fleischstücke gebracht, was? Ja, bitte. Sieht das lecker aus. Ich kann es kaum erwarten. Dieser Fleischbeweis. Gefällt mir. Nehm ich. Nur zu, geh ruhig durch meinen Tunnel. Ich bin heute gut gelaunt, also habe ich ein Geschenk für dich. Du hast jetzt das Sagen in diesem Tunnel, um ehrlich zu sein. Der Quatsch mit Beweis und bestem Fleisch hätte ich nicht gedacht, dass du das durchziehst. Leomon platzt sicher der Kragen, aber ich will dieses Fleisch essen. Jedenfalls überlasse ich dir den Tunnel. Man sieht sich. Okay, und somit hat sich auch Tyrannomon der Stadt angeschlossen. Wobei, ich finde, ich habe das auch in Digimon World oft erwähnt. Früher, also sprich in Digimon World 1, da hatte auch Tyrannomon noch so ein bedrohliches Aussehen. Mittlerweile schaut er für mich wie so ein Plüschtier, wie so ein richtiges Kuscheltier aus. Und das gefällt mir. Man hat irgendwie das Gefährliche dem Digimon genommen. Okay, und Red Vegimon? Ich habe es endlich gefunden. Wir haben herausgefunden, dass sie ein verstecktes Feld haben. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier ist. Aber was jetzt? Ich muss dafür sorgen, dass sie es nie wieder verwenden können. Hm? Was? Wurde ich entdeckt? Warte mal, bleib zurück oder ich setze das Fleisch im Feld in Brand. Hm? Hey, hey, ich tue es. Das Red Vegimon hat das Fleisch in Brand gesetzt. Hm, das brennt nicht richtig. Was ist da los? Es riecht super. Ich kann mich nicht mehr zurückhalten. Bam, 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 bam. Oh, es ist so lecker. Ich hätte nie gedacht, dass Fleisch so lecker sein kann. Wie ist das möglich? Aber jetzt denke ich, es würde perfekt zu etwas gebratenem Gemüse passen. Okay, ich habe mich entschieden. Ich verlasse die Veggie-Truppe. Ich trete den Fleischtruppen nicht bei. Ich bleibe hier und bin neutral. Daher habe ich keinen Grund mehr, gegen dich zu kämpfen. Ich hatte gerade eine Idee. Komm mal bald wieder vorbei, okay? Ja, Red Vegimon, wir werden dich nie wieder besuchen, mein Freund. Okay, da haben wir jetzt auch nichts Besonderes, aber die beiden haben Hunger. Sprichwort Fleisch. Let's go. Wenn ich ihm einen Fleischbrocken gebe, das ist sein Lieblingsessen und durch das Restaurant habe ich irgendein sauteures Essen von Seraphimon, meinem Angemon damals gegeben. Das hat 8000 gekostet, wirklich. Eine Niere und eine halbe Niere. Und das ist jetzt sein Lieblingsessen geworden. Das tut mir halt wirklich leid, Seraphimon, aber das wirst du jetzt nicht mehr bekommen. Weil so viel Kohle schaffen wir nun auch nicht und ja. Gehen wir mal weiter. Schauen wir mal nach. Ich denke jetzt, dann bald sollte ja irgendwas mit Ogremon sein. Ich rede aber mal mit Leomon. Ich denke, das müssen wir nämlich auch machen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Weil wir haben jetzt die drei in die Stadt geholt. So. Einmal schön abbauen in der Hoffnung, was Gutes zu bekommen. Nö. Du hast herausgefunden, was in der Oguina-Anöde vor sich geht. Naja, das alles ist passiert.
diese verdammte Veggie-Truppe. Ich kann nicht glauben, dass sie andere Digimon so grausam behandeln. Aber dank dir wissen wir nun mehr über ihre Pläne. Ihre Reihen sind schwach, wir können sie besiegen. Daher möchte ich dich noch um eine Sache bitten. Unser Kamerad, Scheingrimmon, ist verschollen. Es sieht ganz so aus, als halte die Veggie-Truppe diese tapfere Seele gefangen. Aber wir wissen nicht wo. Kommandant Ogremon hat wohl etwas herausgefunden, aber der Dummkopf sieht mich als Rivalen an und verrät mir nichts. Bitte rede mit Ogremon, bring ihn dazu, dir zu verraten, wohin sie Scheingrimmon gebracht haben. Ogremon wird nicht leicht zu knacken sein, aber wir zählen auf dich. Okay, somit haben wir jetzt auch hier den Konflikt weitergebracht, denn jetzt sollte auch Ogremon dort erscheinen. Schauen wir mal nach. Ja, Ogremon ist da. Nice. Das heißt, wir werden noch einmal schön mit Ogremon reden, bevor wir dann ins Knochenresort gehen. Und als nächste Mission haben wir dann einfach ganz schön hier den Spaß mit dann Herkules Kabuterimon und Rosemon. Naja, Leomon kommt ja dann auch in die Stadt. Ich bin mir aber nicht sicher. Geht Leomon auch ins Digitationsdojo? Ich denke schon, ich bin mir aber nicht so 100% sicher. Naja, ist ja auch egal. So, Ogremon. Oh, du bist es. Der Grünschnabel, der sich bei Leomon eingeschleimt hat und jetzt hier rumhängt. Hm? Wie war das? Du willst wissen, wo Scheingrimmon ist? Mach dich nicht lächerlich. Ich weiß das nur, weil ich die Position der Fleischtruppe verraten habe und meinen Rivalen Leomon auszutricksen. Und du willst, dass ich diese Infos an Leomons Handlanger weitergebe? Oder willst du mich etwa dazu zwingen? Naja, schön. Dann machen wir es so. Du bist wohl ganz hart. Du glaubst, du kannst mich schlagen? Das wirst du bereuen. Ich finde schade, dass sie halt so eine Goburimon-Ogremon-Reihe keine, ich nenne es mal Ogre-Reihe, weitergebracht haben. Also eine ganze Digitationsreihe dazu, weil irgendwie das Einzige, was ich kenne, ist, dass Ogremon zu Arukenimon wird und das ist halt für mich so komplett unpassend. Aber ist ja auch egal. Ich gebe auf, Kampf vorbei, ich verrate dir, wo Scheingrimmon ist. Geh zum Generatorgefängnis, sie verwenden ihn dort wohl als eine Art Energiequelle. Mann, ich glaube nicht, dass ich das verraten habe. Nun werde ich es in der Flaschtruppe zu gar nichts bringen. Du bist also ganz schön hart und sicher vielversprechend. Also gut, wir sollten uns von jetzt an vertragen. Und somit hat sich auch Ogremon der Stadt angeschlossen. Nice. Das heißt, wir gehen mal weiter und ich denke, da wartet eigentlich ein urheftiger Kampf auf uns. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das dann gegen Omnimon, Sword N, Alter N, keine Ahnung, wie es genau heißt. Aber so irgendwie war das ja. Naja, ist ja auch egal. Gehen wir zu Scheingrimmon, gehen wir nicht zu Scheingrimmon. Wir schauen mal bei Scheingrimmon vorbei. Wenn wir schon hier sind, weil ich kenne mich, ich war es komplett vergessen. So, und zumindest haben wir dann im Unterordner eine Mission. Und können das Ganze dann auch dann so abschließen. So, hier eine Riesenerdbeere. Ah, die ist von außen. Kein Bock, jetzt rundherum zu gehen. Okay. Ich bin Woodmon, ich habe das Sagen im Generatorgefängnis. Ich kann niemanden ohne Lady Rosemons Erlaubnis passieren lassen. Verschwinde sofort von hier. Aha. Wenn wir jetzt rausgehen und wieder reingehen. Nein, irgendwas war da, irgendwas musste man machen. Muss ich zuerst Rosemon besiegen? Okay. Ja, ich denke vielleicht, dass ich zuerst Rosemon besiegen muss. Aber gut, das werden wir ein andermal machen. Oder sollen wir es jetzt machen? Sollen wir es ein andermal machen? Wenn wir schon hier sind. Okay, wir ziehen es einfach durch, so. Ja, dann dauert das halt noch etwas mit Knochenresort. Wahrscheinlich dann erst im nächsten Part. Aber wir haben jetzt hier ein paar ziemlich starke Kämpfe vor uns. Komm, ihr wollt uns nicht angreifen. Wir sind jetzt etwas schwach. Und Herkules Kabuterium und möchte liebend gerne gegen uns kämpfen. Ich bin es, Herkules Kabuterimon. Niemand darf weiter als bis hierher. Hinfort mit dir. Ah! Okay, vielleicht muss ich irgendwas mit der Story anders machen oder den nächsten Schritt in der Story anleiten, indem wir jetzt doch ins Knochenresort gehen, Leute. Also bin ich doch gar keine so große Spaßbremse. So, die beiden werden doch noch ziemlich lange leben und wir werden wahrscheinlich noch sehr viel mit den beiden erledigen können. Aber Stand der Dinge jetzt sind sie ziemlich stark und der Altersunterschied ist nicht auch allzu groß. Er war sogar recht angenehm, muss ich sagen, beim Trainieren, denn es gab dann mit dem Boost, ich glaube, mein Patamon oder sogar Angemon haben dann mit dem Boost 250 auf einen normalen Wert bekommen, was halt schon wirklich verdammt viel ist, wenn man so überlegt. Bei Kirubimon hat das dann gepasst, weil jedes Mal, wenn Kirubimon digitiert ist, ist kurz davor auch das Seraphimon digitiert und damit hatten wir auch dementsprechend einen passenden
Boost für beide Digimon fast konstant. Und ja, es war halt ziemlich nice. Okay. Die Frage ist, wenn wir schon hier oben sind, können wir da noch den Myotismon in die Stadt holen? Ich weiß nicht. Ich denke aber nicht, weil jetzt dort die Story mich davon abhalten wird. Aber na gut, ist ja auch egal. Wir machen uns langsam auf den Weg. Und ich denke, diese blöden Kliagumon werden jetzt trotzdem kämpfen wollen. Bitte geht's mir doch aus dem Weg. Nein! So, vernichtet's die endlich. Okay, die haben irgendeinen Boost aktiviert, interessant. Aber gut, die sind halt auch ziemlich schnell besiegt und Kirubimon hat verfehlt mit dem Angriff. Ah, dann machen wir es mal so, dass du keinen MP verbrauchen musst. Und holen uns noch einmal schön 1125 ab und wir können die beiden loben. Komm, macht es auch untereinander gegenseitig. Nein, tun sie nicht. Meine eingebildeten Digimon. Nie den anderen loben. Das gefällt mir gar nicht. Wie schaut's eigentlich mit der Digi-Freundschaft oder der Boon zwischen euch beiden aus? Nur mit 77 ist halt etwas mager. Und ich frage mich halt wirklich, zu wem die beiden dann digitieren. Ich meine, wenn es jetzt zu einem Omnimon wird, dann ist das halt schon etwas lame. Aber ja, stimmt, den beiden gefällt der Ort hier nicht. Okay, jetzt gehen wir hier straight durch die Mitte durch. Ich denke, die sollten uns auch nicht erwischen. Ja, wir sind schnell genug. Können wir hier noch etwas Gutes sammeln? Quecksilber. Wir gehen aber direkt weiter, weil sonst würden wir noch gegen die kämpfen müssen. Okay. Rein da. Oh, what's this? No one said anything about traps. Oh, someone really is caught in a trap. Hey, you two! Why are you... Hey! You're not the ones who set this trap, are you? Which means all that talk about a secret weapon was a lie. A secret weapon? What are you talking about? The Infinity Cross. An extreme weapon that fires infinite energy. Oh, that? Nothing like that ever existed. What? Really? Thank you for falling for it. And now you'll talk. Yeah. I can't believe I fell for this. It's pointless. You won't get out of the trap that easily. That won't do. If they find out I secretly left, only to fall into an enemy trap. No! I'm shuddering at the thought of it. In this case, I'll have to use my trump card. Okay. What's going on? Und da haben wir es. You gotta be kidding me. On your knees. So what an. What? How come that appeared when Metal Edamon called it? Is this another effect of the BH program infection? Enough power to control the Enforcer? Okay then. Omega Mon Zwart D. Finish those fools. Okay, und den Kampf müssen wir gewinnen. Ich meine, ich hoffe, dass wir jetzt eine Exit-Digitation durchführen können, aber wenn nicht, spekuliere ich darauf, dass wenn unsere Digimon draufgehen, sie so oder so diese vollziehen werden. Denn der macht ordentlich viel Schaden. Ja, wir können sie nicht durchführen, das heißt, wir hauen einfach mal eine Double-Ulti aus. Und hoffen, dass wenn wir jetzt dann draufgehen, wollt ihr es jetzt mal durchführen, Leute? Okay, endlich. Dass wenn sie draufgehen, sie die nächste Digitation vollführen. Aber es ist ja schon mal guter Schaden gewesen gerade. Ich meine, gut, ideal wäre es, wenn wir es auch so schaffen würden. Bei dem Verteidigungsbefehl. Und genau in dem Moment will es nicht angreifen. Und wir haben das so schlecht getimt. Jetzt... Okay, das haben wir perfekt abgeblockt sogar gerade.
Und Bade sind aggressiv. Kann wenigstens einer von euch baden? Nein. Okay, Cherubimon, wir können uns gleich von dir verabschieden. Keiner von euch baden mag gerade. Und wie wär's mit jetzt? Okay, wir können gar keine Befehle ausüben. Das heißt, Cherubimon ist da hinten nach dem Angriff. Okay, es hat es überlebt, wie auch immer. Beide wollen wieder nicht. Das gefällt mir gar nicht. Vielleicht jetzt? Okay, Cherubimon minder wenigstens. Ist es noch schnell genug, dem Angriff auszuweichen? Ja, das ist es. Okay, dann gehe auch jetzt... Nein, noch nicht in den Verteidigungsmodus. Verteidigungsmodus, ich bin so in Yu-Gi-Oh! Drin anscheinend. Aber wir haben uns vom Cherubimon verabschiedet. Dann gibt's noch einmal einen Schlag der 7 Sterne. Und dann hoffen wir darauf, dass die beiden mal... ja, digitieren. Wir haben auch keine... Ah, ich habe keine Lebensdiesen gekauft, ich Dödel. Okay, wir können noch einmal eine Spezialattacke raushauen. Aber Cherubimon ist einfach dahin. Okay, es ist gar nicht weggeflogen. Okay, Leute, das wird nichts. Wir müssen jetzt nur hoffen und beten. Okay, die Dunkelheit macht mehr Schaden. Das ist ein extrem starker Angriff. 15.000 Schaden. Kommt. Wir brauchen euch jetzt. Ich denke, wenn man den Gegner sieht, sollten sie digitieren. Was? Was? Nein, oder? Okay. Dann müssen wir mal die beiden irgendwie dazu bringen, sich besser zu verstehen. Ach du Scheiße, wir haben verloren und sind jetzt zurückgekommen. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht und auch gar nicht erwartet. Aber ja, ich werde da wohl anscheinend ein paar Kämpfe gewinnen müssen. Vielleicht jetzt auch gleich onscreen ein kleines Training machen und dann die beiden loben. Das wäre super. So, wir trainieren jetzt einfach mal irgendetwas. Gehen raus, loben die beiden. Nein, tun wir nicht. Aber gut, Leute. Damit hätten wir es jetzt für den Part. Ich hätte gedacht, dass wir wenigstens den Kampf gewinnen. Aber ja, leider ist dem tatsächlich nicht so. Wir schauen dann im nächsten Part aber auf jeden Fall das Omnimon zu besiegen, weil normal mit Lebensdisk, also mit einer Lebensdisk, womit wir die Cherubimon wiederbelebt hätten, hätte es vielleicht sogar geklappt. Aber so war es halt etwas belastend. Gut, jetzt auch gegenseitig kommt's. Nein, warum? Digifreund auch nur um 1 erhöht, schade. Ja gut, Leute, damit hätten wir es in den Part. Ich bedanke mich an alle, die so zugeschaut haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like und ein Abo da, kommentiert auch liebend gerne das Video und somit sehen wir uns dann im nächsten Part. Bis dann!